Wordt die koningin, zo'n kleine koningin en zo'n riesige Sarg. Zo, ze zei, schau mal dat pompöse Sarg. En ik zei, du, die koningin is halt noch Generation früher, weisst du noch? Was haben wir aber gesagt? Haben wir alles ein bisschen grösser gekauft und gesagt, da wachsest du schon noch drin, weisst du? Wann Laufarmbinden, hast du gesehen, haben sie ja diskutiert, gell? Ich habe gesagt, das könnte man die Ruhe gebig machen, dann legt ja sonst schon jeder Seich an, was mit den Fingern drückt. Gut, er hat es nicht angelegt, gell? Wobei, also mit dem freiheitsreichen Liebling, da wäre nicht einmal aufgefallen auf der Tribüne noch. Ich wäre jetzt das nicht in Frage gekommen auf das Katar, aber muss ich ehrlich sagen, ich bin ja 12 Jahre Ministrant gesehen und überall, wo Männer mit Röcken zu sagen haben, da. Lange und in der Politik hat unser Gemeindepräsident gesagt, das ganze Haufen Leute, die von dem, was sie machen, überhaupt keine Ahnung haben, hat er gesagt. Und unser Gemeindepräsident weiss dann, von was er redet. Nein, das spielt einfach keine Rolle, ob du jetzt der Intelligenter, der Schneller, der Besser, der Stärker bist oder so. Wenn du gewinnen willst, dann kommt es einfach darauf an, ob du Schwarznasen anfasst oder nicht. Weißt? Frau Sommaretta sagt, ja, wenn sie dich kalt sind, dann können wir ja ein bisschen kuscheln miteinander oder zusammen duschen. Also für die älteren Leute sind das vielleicht nichts, so zusammen duschen. Gerade für die Eltern ist doch das gut, so zusammen duschen. Muss ich doch aus Sicherheitsgründen in der Dusche ja etwas können haben. Und jetzt bekommt die ein Leben lang die Hälfte von dem, was ein aktiver Bundesrat hat, als Rente. Also aktiven, einen amtierenden Bundesrat. Also so einen Tarnkappenbomber kaufen wir. So einen hohen Flüger, den du nicht siehst. Die hat gescheiter einen gekauft, den man nicht hört. Ich sag das. Aber obwohl es der Jurist ist, den würde ich nicht ins Justizdepartement tun, sondern ins Militär. Ja, die müssen wir gar keine neuen Flüger kaufen, wenn du siehst, wie der mit einem Hosenträger-Hobbyflüger ganz Frankreich in Angst und Schrecken versetzt. Ich habe mir überlegt, wenn wir früher erst nach 10 Minuten tot waren, heute schon nach 5 Minuten, sind wir dann früher Töter tot gewesen, wenn wir tot waren. Und wenn jetzt in Zukunft in der Schweiz jeder für tot erklärt wird, der 5 Minuten keine Hirnaktivität hat, dann haben wir die nächste Woche schon Nationalratswahl. Und Jasset hat genau wie Krankenkassenprämie. 39 angesehen, 64 sind Worte. Also wenn du eine Ferienwohnung mietest, die geistert wird, dann gehst du Berner Oberland, Wallis, Graubünden oder in Zentlibuch. Aber sicher nicht in Argon. Ich war gestern in Zempach, da sind da vorne, so wie die zwei jetzt, so ein Bärli gehockt. Wahrscheinlich Argon. Hat sie ihren Mann so gestöpft und gesagt, sag mir jetzt dem Ferien, dass wir ein Ferienhäuschen haben, mal Wiener See. Hat er zurückgestöpft und gesagt, bist ruhig, das ist auf der Luzerner Seite vom See. Und der Präsident hat gesagt, mal, auch die könnten wir schlagen. Es ist nicht unmöglich, also die Arsenal-Spieler haben auch nur zwei Beine, zwei Hände, zwei Köpfe und also mit dort, ja, die ganze Weltgoggle, Fassbuch, jeder weiss, du bist auf dieser Toilette gewesen. Hilfst vielleicht in einem anderen, der keine Kreditkarte hat, also zweimal in 10 Minuten. Der ist nachher schon Werbung auf dem Handy für die hure Prostata-Tablette. 250 Stutz kostet das, wenn du einfach irgendwo hinsägst. Dann ist gleichzeitig noch geregelt, wenn du das Hundesäckchen vortrührst, illegal, dann kostet das 100 Franken. Ist doch ein Doppel, der für 250 Franken die Wand sagt, wenn er für 100 könnte, das Hundesäckchen. Der Verein Gütesiegel macht zur Qualitätskontrolle Stichproben in den Geschäften. Weißt du, was hat die gesagt? Das würde Mann ersetzen. Ich habe es fast nicht geglaubt, habe ich gesagt. Das kleine, gummige Ding, das noch am Zeug zusammen vibrieren, das soll ein Mann ersetzen. Er hat gesagt, das nimmt mich die Wunder, wie das am Samstag der Güssel runter tut und der Rasen meint. Tschüss. Danke. Okay.